Joe Zinnbauer steht nach der jüngsten Niederlagenserie wieder einmal in der Kritik. Die Fans in der Ostschweiz werden mit ihm nicht richtig warm. Trotz laufendem Vertrag bis 2018 wird die Personalie Zinnbauer in St. Gallen heiß diskutiert. Der Trainer pokert heute hoch. Er lässt Barnetta auf der Bank. Und auch Stammtorwart Daniel Loppa ist, überraschend, nur Ersatz. Im Tor der St. Galler steht zum zweiten Mal in dieser Saison Dejan Stojanovic. Und dieser Stojanovic wird von Ibe schon früh auf Herz und Nieren geprüft. Assalé schneller als Witwer. Stojanovic besteht den ersten Test mit Bravour. Stojanovic hat in der Meisterschaft letztmals im November gegen Lugano gespielt. Damals gewann St. Gallen. Die Young Boys erspielen sich zwei, drei gute Möglichkeiten gleich zu Beginn. Und was haben die St. Galler zu bieten? Beispielsweise diesen Lattenknaller von Ayeti. Der Ball bleibt im grün-weißen Besitz. Toko! Die Zuschauer bekommen eine animierte, umkämpfte Startphase mit vielen Torraumszenen zu sehen. Noch ist keine Viertelstunde gespielt und schon wird der nächste Aufreger geliefert. Der FCSG präsentiert sich kampfbereit und angriffslustig. Vor allem Albion Ayeti macht immer wieder auf sich aufmerksam. Das Heimteam hat in der Folge mehr Ballbesitz. Die Ostschweizer überzeugen mit schönem, schnörkellosem Angriffsspiel. Letziaks gegen Aratore. Kein Elfmeter, meint der Schiedsrichter. Taffer bleibt mit dem zweiten Versuch glücklos. Nach der St. Galler Sturm- und Drangphase melden sich nach einer halben Stunde auch die Berner Young Boys wieder an. Sie machen das mit Miralem Sulemani. Netter Schuss, noch besser aber die Tat von Stojanovic. Der Torhüter des FC St. Gallen zeigt eine fehlerfreie erste Halbzeit. Das lässt sich generell von der ganzen St. Galler Mannschaft sagen. Das Heimteam spielt erfrischend wie schon lange nicht mehr. Aratore setzt den Schlusspunkt hinter eine interessante erste Halbzeit, 0:0. Würde seine Mannschaft immer so auftreten wie heute in den ersten 45 Minuten, dann wären Namen wie Urs Fischer oder Giorgio Contini in St. Gallen definitiv kein Thema. Das Heimteam nimmt den Elan auch mit in die zweite Halbzeit. Der FCSG bissig und aggressiv, hier zu aggressiv. Toko mit dem Foul an Sanogo, der Captain der St. Galler wird zum zweiten Mal verwarnt. Gelb-rot und das absolut zu Recht. St. Gallen nach einer Stunde mit einem Mann weniger auf dem Platz. Legen die Berner jetzt in Überzahl ihre Zurückhaltung ab. Ibe wird zumindest etwas aktiver. Rave, dann Assalé. Im Zentrum lauert Michael Frey. Die Gäste lassen nicht nur in dieser Szene die letzte Konsequenz vermissen. Joe Zinnbauer aber zittert um den einen Punkt. Knapp 10 Minuten bleiben noch zu spielen. Der Führungstreffer durch Ebischer fällt. Ganz knapp nicht, 0:0 nach wie vor, doch die Schlinge zieht sich immer enger zu. Die Young Boys drücken und wollen den Sieg. Schick. Gernt, ein Treffer mit Ansage. Alexander Gernt ist der Berner Torschütze in der 85. Minute. Das Tor fällt also doch noch. Nicht unverdient, aber insgesamt doch sehr bitter für das Heimteam. 60 Minuten ist der FC St. Gallen die bessere Mannschaft, am Ende aber verliert das Team von Joe Zinnbauer mit 0:2 gegen Ibe. Alexander Gernt doppelt in der 91. Minute nach. Nach nur einem Sieg in den letzten 6 Partien gibt es für die Berner Fans endlich wieder Grund zum Jubeln. Schwere Zeiten für Joe Zinnbauer. Die Zinnbauer-Rausrufe im Stadion sind nicht zu überhören. St. Gallen Ibe 0:2. Ja, es ist sehr ärgerlich. Ja, man hat es ja mitbekommen, die Stimmung wird ja nicht besser. Dementsprechend kann man aber der Mannschaft keinen großen Vorwurf machen. Das ist über 60 Minuten so einen Gegner zu bespielen, war glaube ich okay. Man hat gesehen, dass die Mannschaft den Plan, den wir uns vorgenommen haben, umgesetzt hat und vielleicht auch schon in der ersten Halbzeit hätten in Führung gehen müssen. Und das ist aber so, wenn du dann 4 Spiele nicht gewonnen hast, dann rutscht der Ball vorbei oder der Gegner, der kommt nochmal mit dem Fuß ran. Aber es schmerzt natürlich wahnsinnig, wir sind wahnsinnig enttäuscht. Jetzt, ich habe nur ein super Gefühl, wir haben diese 3 Punkte geholt, was wir brauchen für unseren zweiten Platz. Und ist ein super Gefühl. Die Mannschaft hat, denke ich mal, eher für mich gespielt als für sich selber. Und das hat man gesehen, aber letztendlich versuche ich weiterzumachen, solange es geht. Und ich hoffe, wir werden das nächste Spiel gewinnen und dann wird es ruhiger. Und dann werden die jetzt geschrien haben, haben vor ein paar Wochen noch Zinnbauer Johe geschrien und heute schreien die Zinnbauer raus. Das sind genau dieselben auch. Vielleicht werden es ein bisschen mehr, was ja völlig normal ist, wenn man Spiele verliert.